Was? Wie putze ich die Zähne? Hä? Jeder putzt sich so die Zähne. Leute! Was geht ab, na? Also. Folge. Oh! Ey! Ey! Flex! Loco, Flex! Oh. Oh. Folgendes passiert jetzt. Lass es. Wir fahren jetzt gemeinsam zu einer Baustelle. Ich mache das extra. Ich mache jetzt eine Sache. Mann, hör auf jetzt. Ja, habe ich immer noch. Ja. Wir fahren jetzt zusammen zu einer Baustelle. Normalerweise habe ich mir immer gesagt, ey, ich möchte das Ganze privat halten. Ich weiß aber, dass ihr riesiges Interesse gerade an zwei Dingen habt. An Vlogs und was bei mir privat abgeht. Das korreliert ziemlich mit dem, was ich von mir preisgeben möchte. Ich mache es aber jetzt trotzdem, weil ihr korrekt seid. Kuss. Es wäre saukorrekt, wenn ihr mir kurz die Kreditkartennummer von eurer Mutter in die Kommentare schreibt. Also, folgendes ist der Plan. Ich habe vier Wohnungen gekauft, die wir uns gleich zusammen anschauen werden. Das ist eine riesige Baustelle in einem Mehrfamilienhaus außerhalb von Köln. Nein, ich werde nicht den Immobilien-Scout-Link in die Beschreibung packen. Und nein, ich werde auch nicht sagen, wo die Wohnungen sind. Und ja, sie sind fast schon alle vermietet. Ich möchte trotzdem so ein bisschen mitnehmen und hinter die Kulissen mal so ein bisschen zeigen, was überhaupt so immobilienmäßig bei mir abgeht. Es gibt dieses Meme. Wir haben 400 Immobilien. Es sind 900. Nein, es sind nicht 400 und es sind auch nicht 900. Die Zahl liegt irgendwo zwischen 1 und 4 Millionen. Ne, könnt ihr euch ja dann selber aufschreiben. Wir fahren jetzt erstmal zu meinen Eltern und dann gehen wir ein bisschen auf die Baustelle. Ich hoffe, dass wir einen Helm bekommen. Heute ist nämlich Vorabnahme. Vorabnahme heißt quasi, dass ich die Wohnungen auf sämtliche Mängel ganz genau kontrollieren werde mit einem Bausachverständiger. Und wenn da meine Fußleiter nicht sitzt, ja, dann gibt es... Schellen an den Bauleiter. So sieht es nämlich aus. Jedenfalls ist es so, dass wir jetzt gleich losfahren. Bis gleich. Verletzten Prank an Rivi. Ich bin verletzt. Ich habe keinen Prank gemacht, dass ich mich verletzt habe. Der Mann von Welt trägt Arma Studios und Ola Kala. Business Casual für jeden Verbraucher. Jungs, wenn ihr mich dafür bezahlen wolltet, das Fashion Influencer mega. Wir reden mal mit den anderen Kollegen hier. Wenn ich vielleicht die neue Peso-Kollektion noch bekommen könnte, Justin. So, wir fahren jetzt los. Ich habe gerade mal ein paar Mal eingesammelt. Das Ding ist, der ist halt dabei, weil mich auf der Baustelle keiner ernst nimmt, denn alle denken, das ist nicht meine Immobilie, sondern die von meinem Vater ist, weil ich noch so jung aussehe. Ich sehe ja noch aus wie 22, oder? Nee. Was? Nee. Ich habe auch meine Immobilienkette dabei. Denk mal, die ziehe ich gleich an, damit die wissen, dass ich die meisten Wohnungen in dem Haus gekauft habe. Ich alleine. Ich. Wir sind gerade in meiner Hometown unterwegs, Alter. Und hier rechts ist der schönste Teil meiner Stadt. Film mal ganz kurz. Ui, guck mal, wunderbar. Und hier links, genau hier vorne, jetzt hier an der Kreuzung bin ich zweimal durch den Führerschein gefallen. Voll gut? Nee, überhaupt nicht gut. Ja. Und ich glaube hier, jetzt ist mein Fahrrad im Auto, hier habe ich das erste Mal, glaube ich, Ja. So, wir sind da, Leute, ey. Guck mal hier, schön. Film mal hoch. Balkone, ey. Nein, ne? Alles. So, wir machen das so. Wir machen jetzt gleich erstmal diese Baubegehung. Vorabnahme heißt, wir gucken, ob hier Mängel an den Wohnungen sind und so weiter und so fort. Gehen mal ein bisschen durch. Dann machen wir nur ein paar Schnittbilder. Da werden noch Details besprochen und so. Das müsst ihr da. Das ist super uninteressant. Es geht dann da. Warum hat diese Fuge mehr Spaltenmasse als die? Und was ist mit dem Parkett am Boden los? Blablabla, interessiert euch nicht. Später mache ich noch mal ein paar Aufnahmen von der Wohnung. Dann gehen wir mal durch. Jetzt geht erstmal ein paar Beauty-Shots von der Baustelle und geile Geräusche. Wisst ihr, wie viel Holz das hier ist? No joke, wenn man die abbaut, locker für 3-4 90s reicht das. Locker. Guck mal, Digga, wie viel Material hier. Oh, und auch das Stones, Alter. Die auch nochmal. Ist insane. Digga, ich sollte mich jetzt vielleicht mal nicht auf das Video konzentrieren, sondern warum ich eigentlich hier bin. Spiegel ist schon da. Aber das ist der falsche. Let's go, es geht echt? Los. Ja. Guck mal, ist jetzt für euch bestimmt mega uninteressant, aber genau sowas. Sowas suchen wir, weil ihr seht hier, die Fußleiste ist nicht ganz fest und hat zusätzlich nur eine riesige Spalte. Viel zu groß ist und es muss dann irgendwie doch beigearbeitet werden, ne? Hilfe. Die Tür schließt nicht richtig ab. Hilfe. Also, ich meine, ob da jetzt ein Rohr fehlt, das kann ich jetzt an der Stelle nicht beurteilen. Ich sag mal so, die Dusche, Outdoor-Dusche, ne? Hier, Outdoor-Dusche hier. Das ist... Für die Mieter. Ne? Da fehlt ein Rohr. Was es hier alles gibt. Du kannst du nicht vermieten, da fehlt ein Rohr. Dusche. Hier fehlt ein Rohr. Das ist kein Mangel. Was ist das denn jetzt? Ist doch falsch. Wollte nicht Teppich. Ich wollte hier Teppich drin gelegt haben im Bad. An den Wänden sind Fliesen. Hier sollte überall Teppich dran. Und Holz.
Hier sollte auch Holz hin auch. Hier, das sollte aus Holz. Hier sollte nur ein Loch hin. Ein Klo. Ne, Normaltemperatur, so 20, 25. Wenn man dann bei mir Mieter ist, dann wird das Thermostat festgestellt auf. Du nimmst den E-Knopf da raus. 5 Grad. Ja, ja. Mehr gibt's ja nicht in den Wohnungen. 5 Grad, das ist es. Hier schneit's fast drin. Richtig. Eine Wand, ja, mit einer Ecke. So, wir sind jetzt durch mit der Vorabnahme. Ist immer ein bisschen nervig. Es sind wirklich so Kleinigkeiten halt, die dann irgendwie immer wieder auffallen. Ich zeige euch jetzt mal ganz, ganz im Schnelldurchlauf kurz, was abgeht. Und dann gibt es am Ende vielleicht nochmal einen kleinen Talk oder sowas zum Thema. Keine Ahnung, ihr seid mir damit wirklich geisteskrank auf die Nerven gegangen. Von wegen, ja, zeigt nochmal hier und da. So, das ist jetzt hier tatsächlich der Innenhof. Mega schön. Die zwei Wohnungen und die zwei da drüber. 3 Etagen, oben sind die Penthäuser. Ich habe mich selber dazu nicht entschieden, hier zu wohnen. Das ist, wie gesagt, ein bisschen außerhalb von Köln, aber immer noch sehr schön gelegen. Hier überall kommen draußen kleine Terrassen hin. Hier kommt eine Terrasse hin, bei der Wohnung von mir hier auch. Sieht dann ungefähr so aus wie da drüben. Hier Innenhof wird komplett begrünt. Ich finde es immer cool, gerade in solche Sachen hier irgendwie zu investieren, weil es hat irgendwie einen architektonischen Anspruch. Es ist kein normales Mehrfamilienhaus. So, das ist sehr, sehr hochwertig gebaut, energetisch, top, KfW 55, falls das irgendwen interessiert. Doppelt, dreifach verlassene Fenster, indirektes Lüftungssystem und so weiter und so fort. Sehr, sehr schöne Rollläden außen dran. Und einfach vom Ding her so ein gemeinschaftliches Wohnen. Fast durchgehend barrierefrei die Wohnungen, also auch ganz geil. Mir persönlich immer sehr wichtig, wenn ich irgendwas baue oder bauen lasse, primär baue ich nicht selber, dass das irgendwie auch einem Anspruch der Barrierefreiheit größtenteils gerecht wird. Das ist hier ein bisschen schwierig geworden, weil die Dusche nicht hundertprozentig barrierefrei ist. Da hätte man die Badewanne weglassen müssen. Wir haben uns aber dafür entschieden, die Badewanne zu behalten. Aber auf jeden Fall sind die Wohnungen mehr als alten gerecht durch breite und Türen. Aufzug ist auch drin. Genau, wir haben Aufzug hier und da. Parkplätze sind direkt am Haus. Es gibt einen riesigen Parkbereich mit einem geplanten Spielplatz, Grillplatz und allem drum und dran. Und das sind hier tatsächlich 2-Zimmer-Wohnungen. Ich habe mich gegen die 3-Zimmer-Wohnung entschieden, weil primär sehe ich hier tatsächlich eher junge Singles, junge Paare oder tatsächlich halt aufgrund der Barrierefreiheit irgendwie dann, weiß ich nicht, Rentner, ältere Paare oder sonst was. Wir gehen mal kurz rein. Wichtig ist, wir haben hier Parkett drin. Deshalb ziehen wir immer diese geilen Schuhkondome drüber. Wohnung 19 verkauft. Wir gehen kurz durch. Letztendlich sind alle Wohnungen gleich aufgebaut, außer die unten. Die haben, wie gesagt, eine Terrasse. Die haben hier Küchenbereich. Hier kommt einmal eine Kücheninsel hin. Hier der Herd. Alles mit Fußbodenheizung, mit Thermostaten, Smart Home fähig und so weiter und so fort. Pipapo. Hier kommt Waschküche, Trockner, Wie heißt das? Waschmaschine und Trockner kommt hier rein. Sehr cool. Kannst du aufeinander packen. Machst ein kleines Regal hier rein. Wunderschön. Großer Eingangsbereich hier vorne. Das ist sehr geil. Eine Garderobe. Es sieht gar nicht so groß aus, wie es ist. Aber ja, die Wohnungen sind 83 Quadratmeter. Sehr großzügig geschnitten, man darf nicht vergessen. Die Wohnungen sind gerade, wie gesagt, noch leer. Und Gäste-WC. Hier kommt noch ein großer Spiegel hin, der fehlt noch. Hier ist eine richtig schöne Fußbodenheizung hinter, die auch kühlen kann. Das heißt, wenn ich möchte und es ist mir im Sommer zu warm, kann ich runterdrehen. Die Fußbodenheizung kühlt runter. Und hier, deshalb sind wir heute hier gewesen. Solche Sachen muss aber nochmal drüber gestrichen werden oder hier sowas. Das sind dann hier kleinere Fugen, die noch beigearbeitet werden müssen und so weiter und so fort. Aber das ist eine sehr schöne Wohnung, großer Vor- und Essbereich hier vorne. Ein sehr, sehr schönes großes Badezimmer. Licht ist leider gerade aus, Strom ist wieder raus. Das ist so der einzige Faktor, wo ich sage, okay, das macht es halt nicht komplett barrierefrei. Aber man kommt durch die Türen mit Rollstuhl und allem drum und dran auf jeden Fall rein. Also mehr als altengerecht auf jeden Fall. Ein Badewanne ist mit dabei, Toilette. Hier fehlen noch Handtuchhalter und WC-Halter. Doch, und dann haben wir hier nochmal ein schönes Schlafzimmer. Das sind halt so Kleinigkeiten, finde ich, die es halt irgendwie ausmachen. Sowas wie, ich habe halt in jedem Zimmer bewusst halt, Internetanschluss haben und so weiter und so fort. Und gelegt natürlich Glasfaser und alles. Hier ist ein schöner Balkon mit Blick auf einem See da hinten. Alles wunderschön, alles sehr schön. Davon habe ich jetzt 4 Stück gekauft, wie gesagt. Beziehungsweise gekauft schon letztes Jahr und die werden jetzt zum Sommer hin fertig. Ja, das ist eigentlich wunderbar. Interesse? Kann man die Wohnung hier mieten? Ich würde sagen, wir sehen uns noch später im Office wieder. So, wir sind wieder back, Leute. Es war auf jeden Fall ein anstrengender und langer Tag gestern. Ich weiß nicht, ich glaube, Deking hat sogar auf Revigang irgendwie dazu was hochgeladen, irgendwas Businessmäßiges, weil ich gestern Abend im Stream noch sehr lange darüber getalkt habe. Ist heute schon der nächste Tag, quasi der Upload-Tag. Eine Sache noch, wenn ihr tatsächlich Bock habt, dass ich mehr solche Sachen mache, ja komm, mehr solche Sachen mache und mich damit ein bisschen mehr mit Content und diesem ganzen Kram auseinandersetze, lasst gerne einen Daumen nach oben, da schreibt mir gerne einen Kommentar. Und ich glaube sogar, dass in circa einem Monat geht die nächste Baustelle quasi los. Das heißt, wenn ihr Bock hättet,
hättet, könnte ich daraus ein kleines Videoprojekt machen. Ist ein Mehrfamilienhaus, das gebaut wird. Ist, wie gesagt, nicht ein Haus, wo ich selber drin wohne, aber halt zur Vermietung, wo ich selber ganz oft vor Ort bin. Und da könnte man das ein oder andere Mal die Kamera sicherlich gut mitnehmen. Solltet ihr tatsächlich, es klingt jetzt super weird, aber solltet ihr Interesse haben und wollt wirklich eine Wohnung anmieten, schreibt mir auf Instagram oder folgt mir da zumindest mal. Dann kann ich euch weitere Infos zukommen lassen. Wie gesagt, Bewerberlast ist ganz groß, aber warum nicht jemanden drin haben, der weiß, wer ich bin und das Ganze dann wahrscheinlich missbrauchen. Ja, lassen wir es einfach. Ich würde sagen, Leute, das war's mit dem wunderschönen Video. Wie gesagt, wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da. Checkt auf jeden Fall, wie gesagt, mein Instagram-Game aus. Und ich bin an der Stelle raus. Haut rein, bis zum nächsten Mal. Ciao. Hallo? Hallo? Ah ja.